Name ist Yvonne, ich komme ursprünglich aus Aschaffenburg und studiere Wirtschaftsinformatik im Bachelor. Während meines Abiturs hatte ich in Würzburg so eine Art Gasthörerschaft und das hat mir so gut gefallen, dass ich hier bleiben wollte. Dafür habe ich dann die Zulassung in anderen, größeren Städten auch bewusst ausgeschlagen. Ja, den Erstsemestern hier in Würzburg, denen geht's ganz gut. Das Verhältnis der Professoren hier an der Universität ist ganz locker. Man kann gerne nach den Vorlesungen auf die Professoren zugehen. Sie hören einem zu, sie geben einem Tipps, sie beantworten die Fragen, nehmen sich auch gerne Zeit für die Studierenden. Ich hatte großes Glück. Mein erster Ruf, den ich bekommen habe, hat mich nach Würzburg geführt und ich fand die Stadt vom ersten Tag an so schön, dass ich dachte, da willst du bleiben. Ich hatte ein Angebot gehabt, an die LMU nach München zu gehen. Ich habe mich dann doch für Würzburg entschieden. Würzburg ist eine sehr lebenswerte Stadt, eine sehr jugendliche Stadt, eine Stadt mit sehr viel Kultur, aber auch eine Stadt, die wissenschaftlich alles bietet. Wir haben ganz viele Veranstaltungen hier am Anfang, sei es jetzt die Stadtrallye oder die Barabende, die die Fakultät hier sogar extra organisiert. Es macht einfach super viel Spaß, man lernt sofort neue Leute kennen, man ist gar nicht auf sich allein gestellt, weil man einfach immer zusammen ist. Den Vorlesungsplan kann man sich frei zusammenstellen durch die Wahlfreiheit, die man hat. Damit findet man auch die richtige Balance zwischen Theorie- und praxisnahen Veranstaltungen. Für mich ist ganz entscheidend, dass die Wissenschaft nicht im Elfenbeinturm stattfindet. Das spielt für mich eine große Rolle in der Lehre, wo eben Studenten nicht nur Theorien beigebracht bekommen, sondern auch eben den Bezug dieser Theorien für die Praxis. Für meine Tätigkeit spielt eine große Rolle, dass ich im Sachverständigenrat der Bundesregierung tätig bin, einem ganz zentralen wirtschaftspolitischen Beratungsorgan. Und das gibt mir natürlich die Möglichkeit, viel von dem, was in der wirtschaftspolitischen Diskussion ist, auch in die Lehre und in die Forschung einzubringen. Die Lage am Main im Tal zwischen den Weinbergen macht Würzburg einfach super lebenswert, egal ob zum Joggen oder Schwimmen. Ja, das gibt der Stadt so ein gewisses Flair. Zudem bin ich hier Tutorin für anwendungsorientierte Informatik. Das hat mich persönlich sehr weitergebracht. Da habe ich einfach gelernt, wie man frei vom Menschen spricht. Und hier gibt es auch noch studentische Gruppen. Ich bin beispielsweise bei Contact & Corporation Würzburg e.V., das ist eine studentische Unternehmensberatung. Das wäre beispielsweise auch was, was ich mir nach meinem Studium gut vorstellen könnte. Im nächsten Semester geht es für mich ins Ausland, in die Niederlande, genauer gesagt nach Groningen. Dort haben wir eine sehr renommierte Partneruniversität. Auf diese Zeit freue ich mich wirklich sehr.